anderen Seite. Dafür hat auch Angela Merkel gesorgt, durch kluges Verhandeln, dass sie mit einem Sicherheitsnetz mehr als 60% der bisherigen Mittel auch weiterhin bekommen. Und David McAllister, mein Freund David, der wird dafür sorgen, dass das Geld auch bezahlt wird, was wir dringend brauchen. Ja, also Mittelstrecken reise ich gerne auf. Und mit Thomas Lehne, den Thomas Lehne sagt, es ist etwas gelungen, von dem andere Bundesländer nur träumen. Die Landesregierung muss sich ihre Schulden machen. Sie haben auf ihre Hausaufgaben, die sie im Internet veröffentlichen, den Slogan konsequent weiter. Politik machen, unsere Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin, ihre Politik in Deutschland und für Europa, die können Sie am 25. Mai auch unterstützen. Bitte gehen Sie hin. Machen Sie das Kreuz an der richtigen Stelle. Vielen Dank. Lieber David McAllister, lieber Rainer Hasloff, lieber Thomas Hebel, lieber Sven Schulze, lieber Dieter Stier und alle Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, lieber Götz Ulrich und lieber Bernhard Küfer. Liebe Freunde, aber vor allen Dingen Sie alle, liebe Bürgerinnen und Bürger aus Naumburg und Umgebung, danke, dass Sie zu dieser ungewöhnlichen Stunde noch heute Abend hierher gekommen sind. Das Wetter meint es gnädig mit uns, da hat man heute schon anderes erlebt, jedenfalls in Berlin. Und wir können noch mal darüber sprechen, worüber Sie am 25. Mai abzustimmen haben. Einmal geht es natürlich hier um eine starke Mannschaft vor Ort. Und da möchte ich Sie ermuntern, nehmen Sie oder wählen Sie diejenigen, die durch Ihre Arbeit in den letzten Jahren Ihnen bekannt sind, sei es schon in der Funktion des Oberbürgermeisters, aber sei es Brüssel, über die Landesregierung mit Rainer Hasloff, über die Bundesregierung und dann nach Brüssel, damit in Brüssel genauso bekannt ist, was die Menschen hier vor Ort bedrückt, was sie für Sorgen haben und was sie erreichen wollen. Und deshalb ist es wichtig, dass Sie sowohl für die Kommunalwahl Ihre Stimme abgeben, als auch für die Europawahl. Und meine Damen und Herren, als Parteivorsitzende, und Thomas Gebel wird das ähnlich gehen, da schreiben wir immer den Mitgliedern, die in unseren Reihen 100 Jahre alt werden, ein Geburtstag. Daraus ist die Europäische Union entstanden. Und diese Europäische Union hat uns heute 60 Jahre Frieden gebracht und mehr. Und meine Damen und Herren, das gab es über Generationen in Europa nicht, dass Menschen über Jahrzehnte in Frieden leben konnten. Und deshalb müssen wir dankbar sein, dass wir Europa haben. Und schauen Sie, heute haben wir wieder Probleme. Wir werden ja in diesem Jahr noch einen Tag, ein Jubiläum begehen, am 9. November. Da ist es 25 Jahre her, dass die Mauer fiel. Da ist die Mauer gefallen, der Kalte Krieg war zu Ende. Und meine Damen und Herren, wir Deutschen können heute wieder vereint unser Leben gestalten, weil wir das in Freundschaft mit unseren Nachbarn tun konnten. Und 1989 hat uns auch Russland oder damals noch die Sowjetunion darin unterstützt. Und dafür sind wir dankbar, meine Damen und Herren. Und heute haben wir mit Russland auch Meinungsverschiedenheiten darüber, dass auch die Ukraine frei entscheiden können soll. Nicht mehr und nicht weniger. Wir sagen nicht, wir müssen zu Europa kommen, im Gegenteil. Der Präsident Janukowitsch hat immer wieder gesagt, er möchte näher an Europa ranrücken. Und den Wunsch wollten wir ihm nicht verwehren. Und wir möchten heute nichts weiter, als dass die Menschen in der Ukraine, genauso wie wir das heute können, frei entscheiden können, ohne Druck, am 25. Mai, wie Sie sich Ihre Zukunft vorstellen.
Und weil wir so ein Glück mit der deutschen Einheit hatten, sollten wir auch auf der Seite derer stehen, die für ihre freie Entscheidung eintreten. Und manchmal hat man den Verdacht, dass vielleicht diejenigen, die jetzt besonders laut pfeifen, auch schon 1989 nicht in erster Reihe standen, als es um die deutsche Einheit ging und als es darum ging, die Mauer zu bauen. Und ich weiß, dass manche Menschen Sorgen haben. Wo führen diese Meinungsverschiedenheiten hin? Und denen möchte ich sagen, wir haben etwas gelernt aus der Geschichte. Wir haben gelernt, dass wir alles daran setzen, Konflikte, Meinungsunterschiede durch Verhandeln, durch Gespräche zu lösen. Und ich habe ganz am Anfang der Krise um die Ukraine ganz deutlich im Deutschen Bundestag gesagt, und ich wiederhole das wieder, militärische Auseinandersetzungen sind nicht die Lösung für diesen Konflikt. Wir setzen auf friedliche Lösungsmöglichkeiten und das werden wir ausloten. Der Außenminister, die Bundeskanzlerin, die ganze Bundesregierung und ganz Europa. Und deshalb, wenn Sie am 25. Mai zur Wahl gehen, dann entscheiden Sie auch darüber, dass Europa diesen friedlichen Weg weitergeht. Und stärker sind wir. Und nur gemeinsam sind wir erfolgreich, auch in Europa, meine Damen und Herren. Tun Sie das, gehen Sie wählen, wählen Sie CDU und herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben.